Moin Leute, im heutigen Video sprechen wir über Neuigkeiten bei Call of Duty und auch über eine neue Waffe, die ich momentan gerne spiele. Naja, keine richtige neue Waffe, aber die wurde höher gebufft, nämlich hier die FAL. Mit erhöhten Schaden könnt ihr auch One-Hit-Killen per Volltreffer und Körpertreffer. Und die Waffe macht momentan echt gut Laune. Der Nachteil der belgischen Waffe liegt einfach in der Feuerrate. Den habt nur eine halbe Automatik, bedeutet ihr müsst immer neu triggern und triggern für jede Kugel. Aber wenn ihr damit gut umgehen könnt, echt eine sehr starke Waffe. Und natürlich mein Waffenguide könnt ihr wie immer gerne nachbauen. Und teilt mir dann eure Meinung gerne in den Kommentaren. Jo, wie ihr die nachbauen könnt, ganz einfach. Wir fangen ja an mit dem Lauf. Dort hätte ich den Meisterschützenlauf drin für mehr effektive Reichweite, Kugelschnelligkeit und Kontrolle beim Feuern. Dadurch könnt ihr auch öfter mal One-Hit killen. Dann hätte ich hier noch beim Scope hier Mini-Reflex mit dabei für mehr Treffergenauigkeit. Könnt ihr aber gerne ändern, wie ihr wollt. Dann hätte ich noch dabei Griffband gemustert für nochmal mehr ZV-Geschwindigkeit und Sprint-Out-Time. Dadurch bekommt ihr mehr Mobilität rein. Dann hätte ich hier noch eine Perk Fingerfertigkeit mit dabei, damit könnt ihr schneller nachladen. Ihr könnt aber auch mehr Kugel mitnehmen, aber dadurch hättet ihr weniger Mobilität. Mein Tipp, nehmt lieber Fingerfertigkeit oder hier den Schaft für nochmal mehr G-Geschwindigkeit im Aim. Weil beide Fähigkeiten lohnt sich wirklich hier im Spiel. Schützenvordergriff für nochmal Trefferkontrolle oder hier der Monolith-Schalldämpfer für nochmal mehr Reichweite. Könnt ihr gerne tauschen, wie ihr wollt, aber gerne mal probieren, wie ich die hier gerade gebaut habe. Mit dabei hätte ich hier noch eine Handfeuerwaffe, dann noch Zusammenflicken, Hardliner, Aufdrehen, C4 und Betäubungsgranaten, die eigentlich in jeder Runde bei mir. Meiner Meinung nach eine gute Waffe durch die Mannstoppwirkung, denn ihr könnt Gegner nur mit ein paar Kugeln droppen, aber die Nachladeprobleme, dann die Feuerrate der Waffe, weil ihr die nicht unbedingt durchtriggern könnt wie in MP3 früher und auch der kleine Fehler beim Aim, weil die hat echt einen heftigen Recoil und durch Triggern auf dem Controller wackelt man noch mehr. Ja, ist das echt nicht die allerbeste Waffe, finde ich. Aber auch wenn die höher gebufft wurde, viele Leute feiern die gerade, durch den erhöhten Schaden oder halt auch durch den Autoklicker. Echt eine total starke und überpowerte Waffe. Wenn man die in den richtigen Händen hält, dann macht die auch natürlich Laune. Aber ich finde die FAL schon in Ordnung, aber ich finde andere Waffen stärker. Aber gerne eure Meinung darüber mal in den Kommentaren teilen, wie ihr die Waffe findet. Oder wie ihr meine Waffenklasse hier findet, die ihr gerade mal nachbauen könnt. Naja, ich finde die schon relativ gut. Aber einige Waffen wie die Kilo, die M4 oder auch andere Gewehre können natürlich im Longshot-Bereich auch mithalten ohne Probleme. Und ja, Neuigkeiten über Call of Duty. Wir haben hier den Trailer für Call of Duty Vietnam oder Call of Duty Black Ops noch immer nicht bekommen. Und ich vermute mal, wir werden auch noch länger darauf warten müssen. Aber wir haben gerade eine Alpha irgendwie angekündigt bekommen auf der Xbox One. Da gab es irgendwie einen Fehler und da wurde die hier schon geleakt. Und ja, wir haben darüber noch keine weiteren Informationen leider momentan. Aber wenn ich darüber Neuigkeiten habe, werde ich euch nochmal darüber berichten. Aber ich denke mal, innerhalb der nächsten paar Tage werden wir da vielleicht ein Live-Event bekommen für Warzone, eventuell. Und dann vielleicht auch Neuigkeiten darüber bekommen. Weil irgendwie eine rote Tür, irgendwie um den Dreh, wegen dem Bunker 11. Ich bin mal gespannt. Naja, wenn ich da Neuigkeiten darüber habe, mache ich nochmal einen Beitrag natürlich. Und wahrscheinlich bekommen wir bald nochmal Informationen wegen der neuen Saison, weil ein paar Waffen, Karten und auch Operator wurden schon geleakt, die dann bald reinkommen könnten. Unter anderem hier einer der bekanntesten Operator überhaupt, hier Soap, wird wahrscheinlich bald reinkommen. Dann die Waffe Intervention, der Sniper Rifle, gleich wie die R700 könnten reinkommen. Noch eine coole weitere Waffe, nämlich in der Henkel & Koch AR, könnte auch noch bald reinkommen. Aber weitere Informationen haben wir darüber leider noch nicht und wurden auch noch nicht offiziell bestätigt. Mit dabei wurden noch ein paar Karten hier gefunden, wie hier High Rise oder auch hier andere bekannte Karten von Modern Warfare. Aber ich hau euch mal unten einen Link rein in die Beschreibung, da könnt ihr gerne nochmal nachgucken. Da habe ich nochmal alle Dinger aufgelistet, die hier noch wahrscheinlich reinkommen könnten, die halt hier in den Daten schon gefunden wurden von Call of Duty oder schon geleakt wurden. Und ja, natürlich auch die Warzone-Karte könnte noch verändert werden. Da haben wir in Bunker 11 hier eine Atombombe, vielleicht wird die ja gesprengt, vielleicht kommen auch Untote mit rein. Da haben wir schon ein paar Spekulationen und hier Informationen darüber bekommen, aber genaue weitere Informationen leider noch immer nicht. Ich bin mal gespannt, weil noch 19 Tage für die nächste Saison und welche Gegenstände da wirklich reinkommen werden. Und bis dahin bekommen wir nochmal Doppel DP am Wochenende, damit könnt ihr eure Waffen nochmal schneller hochleveln. Wenn ihr die Fahl noch nicht hochgelevelt habt, gerne mal probieren und gerne mal meinen Waffenguide nachbauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben natürlich. Wenn noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonniert für weiteren Call of Duty Content und für neue Informationen. Und natürlich könnt ihr auch gerne immer mitmachen bei mir. Edit mich gern, aber an der Stelle wünsche ich noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Video.